Köln, etwas entfernt von den Einkaufsstraßen der Stadtmitte, bieten auch viele Nebenstraßen besondere, einzigartige Läden. Heute befinden wir uns neben der Mauritiuskirche, wo es neben Cocktailsbar und alte Kneipen ein Lokal gibt, über dem ein Schild leuchtet, der Gesangsladen. Am Fenster hängt ein Bild, mit dem im Weiß Clara singt. Und in dem Laden sitzt eine hübsche Dame am Klavier. Hallo, wer ist Clara hier? Clara ist Birgit Schlenter, Gesangslehrerin und Sängerin in Köln. Und Clara ist entstanden aus einer Band. Also wir haben einen Bandnamen gesucht und suchten etwas Klares. Und ihr, der Gesangsladen? Der Gesangsladen ist hier mein Unterrichtsraum und auch mein Proberaum für Gesangsunterricht. Und eben hier schreibe ich meine eigenen Stücke und komponiere die auch und arbeite mit verschiedenen Pianisten oder Pianistinnen an meinem Programm. Diese Gesangsschule ist für jedermann gedacht, für die Badewanne-Sänger wie auch für die, die als Star entdeckt werden möchten. Hier lernt man die Aufwärmübungen für die Stimme. Lilly, Leo, Lilly, Leo, Lilly, Leo. Und auch für die Gesichtsmuskulatur. Aus hygienischen Gründen ist der Unterricht so organisiert, dass die Lehrerin und der Sänger oder die Sängerin zusammen in zwei verschiedenen Räumen üben, getrennt von einer Glasscheibe und verbunden mittels einer Musikanlage. Ich bin hochgeflogen und tief abgestürzt, viel tiefer, als ich je gedacht. Clara ist eigentlich ein Multitalent. Sie ist doch Gesangslehrerin, aber auch Komponistin, Poetin, Autorin. Und der rote Faden für die Themen, von denen sie erzählt, sind die Gefühle. Die seelische Verbindung mit alltäglichen Gegenständen oder auch entscheidende Phasen im Leben. Das aktuelle Programm heißt Clara mit Gefühl, auch eben mehr Mitgefühl für andere Menschen. Davon handeln die Texte sehr viel und eben auch Mitgefühl, also mit Herz. Vor etwa 2 Wochen, nach 1,5 Jahren gezwungener Pause, könnte Clara endlich wieder auf die Bühne, in der Lutherkirche in Köln, um ihr neues Programm vorzustellen. Ich singe gerne in kleineren Theatern, also 80 bis 100 Leute finde ich schöner als, ich habe mal vor 1000 Leuten gespielt, das fand ich komisch, weil der Kontakt nicht so entstehen kann. Also so kann man noch ein bisschen näher an den Reaktionen der Leute dran sein. Es ist Sonntagnachmittag. Pünktlich zum Konzertbeginn ein Schauer überrascht alle Anwesenden. Aber innerhalb von wenigen Minuten tritt wieder die Ruhe ein. Der Himmel wird wieder blau und das Publikum wird ungeduldig, die Stimme Claras zu hören. Angst zu verlieren und Form verlassen, Angst loszulaufen, was zu verpassen, Angst zu verstehen, etwas zu sehen, vor dem Sterben und verrückt werden. Ihre Texte sind manchmal romantisch und manchmal ironisch. Und ihre Stimme bewegt sich zwischen Pop und Jazz mit einer besonderen Vorliebe für Chanson. Und nach ungefähr einer Stunde, wie wenn eine Seifenblase platzt, ist das Konzert zu Ende. Das Publikum ist begeistert. Die Musiker sind müde, geschafft, aber glücklich. Clara, wie war es? Ja, total schön, überhaupt einfach wieder vor Menschen zu spielen, in Gesichter zu schauen, die einen anstrahlen und mit dem strahlenden Himmel dazu alles fein.